Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Donnerstag, der 16. April 2020. Heute gibt es eigentlich mal wieder keine Neuigkeiten, aber... Hört mal, ich habe endlich ein Kreuzworträtsel gelöst und das war ganz schön schwer. Ey, du liebe Güte, das ist ja eigentlich gar keine Neuigkeit, oder? Naja, dann mache ich mal wieder ans Inselgestalten und so. Also wenn Melinda das jetzt wirklich jeden Tag sagt, dann weiß ich auch nicht, ob ich denn Glückwunsch zu den 200 Abos. Ja, danke schön. Danke auch an euch natürlich, Leute. Ah, es ist so cool, dass wir die 200 geknackt haben. Ich freue mich. Danke, danke, danke. Und natürlich schreiten wir jetzt schon ins neue Ziel, und zwar die 300. Und wenn ihr mich da unterstützen wollt, dann empfehlt mich natürlich, ne? Doch jetzt kommen wir noch zu Carlsen. Ah, Kunstpatron Noni. Sieh nur, endlich habe ich dein Werk vollendet. Als Vorlage dient die Ameise. Ich habe unermüdlich daran gearbeitet, um sie möglichst naturgetreu darzustellen. Ich hoffe, sie gefällt dir. Carlsen, der Krabbeltierkünstler. Alles klar, also danke, lieber Leo. Ich bin auch gespannt. So, was wir dann jetzt da haben. Erstmal von Leo haben wir einen Steinofen. Ja, sehr cool. Da habe ich aber noch ein paar Sachen bestellt, dass wir auch mal ein bisschen zurechtkommen. Die Hängematte wieder nachbestellt. KK Folk. Kofferplatten, irgendwas, Spieler. Alles klar. Und was haben wir von Carlsen? Ah ja, das Ameisenmodell. Jetzt sehen wir das doch mal. Tada, so schaut das aus. Es erinnert mich irgendwie an ein ausgestopftes Tier, ne? Also, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Aber nun gut. Was ist das übrigens für eine geile Musik? Es ist, aha, ganz früh heute, noch nicht mal 8 Uhr. Ich habe extra jetzt die Zeit so hingestellt, dass wir um 8 Uhr ungefähr hier sind. Ich glaube, um 8 Uhr öffnen die Läden, soweit ich mich nicht täusche. Das kommt jetzt mal ins Lager. Wie schaut denn der aus? Kann man da auch Musik registrieren? Ah, schaut mal an, die Musik wird auch tatsächlich gespeichert. Das ist ja praktisch. Okay, weird. Ich bleib bei KK Soul. Das ist einfach mega geiles. Den Plattenspieler brauche ich jetzt auch mal noch nicht. Hängematte werde ich gleich wieder draußen hinstellen. Cartoons kommen in den Lager. Steinofen werde ich jetzt mal platzieren. Ah ja, das ist so einer. Den kann ja jeder craften. Aber trotzdem danke, dass ich ihn jetzt habe. Leo. So. Ja genau. Ach ja, und ich habe eine neue Flaschenpost gefunden. Öffnen wir die doch mal. Wie beschäftigst du dich während dem Werbeblöcken? Und ich denke mir die Anleitungen aus. Zum Beispiel hier die. Die musste ich einfach irgendjemand schicken. Zur Not per Flasche. Also bastel was Schönes. Die Ideen reichen. Sophie wünscht dir. Muschelteppich. Der dritte Gegenstand, wo ich Muschelsachen brauche. Alles klar. Dann sollte ich vielleicht in Zukunft eher die Muschelsachen behalten. Ja gut, die zwei Sachen werde ich mal außen hinstellen. Und dann schauen wir, was heute so abgeht hier auf der Insel. So, der Steinofen, denke ich mal, den stelle ich hier hin. Das passt ja ganz gut. Aber noch ein Stück hier. So, ja, passt. Alles so kunterbunt ein bisschen hier. Alles so ein bisschen andere Orangetöne. Aber ist ja auch egal. Ganz ehrlich. So, oh, da habe ich gerade die goldene Stelle gesehen. Die passt mir da aber nicht wegen dem Blumenbeet. Das ist da ein bisschen im Weg. Das sind eigentlich neue eine pinke Prime, sehr cool. So, dann hier ein weiteres Fossil. Ah, das ist so schön. Wenn man das auskriegt, dann findet man einfach Fossilien. Ja, ich finde das immer noch toll. Dann habt ihr schon gesehen, ich habe geerntet. Ja. Genau, und dann gucken wir mal hier bei den Blumen. Ist hier was Neues entstanden? Hier eine gelbe, alles klar. Ja, bräuchte ich jetzt nicht. Hier wieder ein Stiefmütterchen, aber ich kriege irgendwie keine blauen. Keine Ahnung, woran es liegt. Wieder immer dieselben kriege ich. Tulpen ist jetzt gar nichts entstanden, auch nicht aus den Orangenen, schade. Hier wieder eine weitere rote, ja, mein Gott, brauche ich nicht. Ach man, ich gieße gefühlt umsonst. Ist halt wirklich leider so. Ich nehme jetzt schon mal die pinke. So. Wisst ihr, ich verstehe diese Zoom-Stiefmütterchen, ne? Ich gieße sie und ja, es macht aber keinen Unterschied so. Die gehen einfach nicht auf. Aber ich finde es cool, dass ich jetzt schon so viele habe. Und da werde ich jetzt auch mal gleich eine weitere hinstellen. Ah, Hachicha. Servus. Salam, mein Name ist Hachicha. Hallo. Ja, beziehungsweise bevor ich was, ja, ich kaufe mir
Den mysteriösen Boden und den Rest werde ich dann mit den Coupons bezahlen. Ja, hab ich ja. Dankeschön. Mal schauen, was wir diesmal so bekommen. Ja, danke. Und jetzt möchte ich bitte noch... Ah, hallo Kunde, willkommen zurück. Ich möchte einen Teppich noch. Einen mittleren, weil die finde ich eigentlich so am besten. Weil die großen stellen so das ganze Zimmer voll, ne? Ah, meine Lieblingssüße. Ich hoffe, meine Hand für dich Bezahlung du gibst. Agree dich mit deinem Kauffreund. Froher Kunde, guter Kunde, erhalte Chicha-Coupons. Bei 5 belohne ich dich. So viele 8 Stück habe ich schon, deswegen. Ich komme gleich wieder. So. Mal schauen, was wir davon bekommen. Ja gut, dann geht's halt jetzt schon wieder ins Haus. Doch, zuerst will ich die Hängematte aufstellen. Die stand ja hier so. So, perfekt. Dann den Teppich, Achicha-Coupon, ah ja, die Blume noch einpflanzen. Und zwar auch hier, habe ich da noch Platz? Nee. Ja gut. So, ist jetzt eigentlich schon 8 Uhr. Die Musik hat sich geändert, genau. Der Laden ist jetzt auch offen. Ja genau, so habe ich das geplant. Okay, ja dann 2 Fossilien. Ich hole mir wahrscheinlich noch ein paar mehr. Damit es sich auch lohnt, zu Eugen zu gehen, weil bei den 2 kann es gut sein, dass wir die schon haben. Oh, das ist so ein geiles Lied. Love it. Okay, also. Ich brauche... Oh, schon voll das Lager, ne? Was brauche ich? Ah ja, Fossilien erstmal. Nochmal, ich nehme nochmal 3 Stück mit. So, KK Lucky kann ich jetzt also verkaufen. Und 5 Achicha-Coupons. Die anderen werde ich jetzt mal weg. Die 2, die brauche ich ja jetzt nicht. Ah ja, und natürlich in den Raum. Schauen wir doch mal, was es so gibt. Was wir bekommen haben aus diesen Sachen. So. Der Sandboden ist ja ganz schön und so, aber... Achso, den Moment. Erstmal den Teppich. Ja, es hat, irgendwie kriegt man bei ihr immer dieselben Teppiche, ne? Ich werde mir da mal einen kleinen auch holen. So, jetzt aber erstmal Farbklecksboden. Oh mein Gott, das schaut ja weird aus auf jeden Fall. Ich behalte ihn aber. Die sind einfach cool. Okay, ja, den Teppich. Das ist so der random Raum, wo ich einfach jeden Schrott hinstelle, so. Können auch eine Abstiegskammer machen, aber für was denn? Ich habe ja ein Lager. Also brauche ich das eigentlich nicht. Okay. Dann kaufe ich mir noch einen kleinen Boden. Eine Tapete und einen kleinen Teppich. So. Herr Teacher, where are you? Da. So, was gibst du mir denn für die 5 Coupons? Ja. Coupon verwenden. Es freut mich. Was möchtest du? Tapete, einen Boden, sag mir, was verlockt. Ach, wir können doch zusätzlich dann. Ja, dann nehme ich eine mysteriöse... Dann will ich mal 5 Stück von deinen Achicha-Coupons nehmen. Habe Dank. Ich bedanke mich ebenfalls. Dankeschön. Ich hoffe, ich kann jetzt noch zusätzlich eine kaufen. Freue dich an dem Anblick, der dein Herz ansprießen lässt. Sehr cool. Dann haben wir gleich 2 Tapeten. Also ich schätze mal, dass das funktioniert. Weil wir haben ja noch keine mysteriöse... Ja, perfekt. Ah, das ist cool. Da kann man einfach noch zusätzlich, weil man kann nur eine mysteriöse Tapete und einen mysteriösen Boden kaufen. Aber durch die Coupons kann man noch einen zweiten mysteriösen Boden oder Boden oder Tapete holen. So, jetzt möchte ich noch einen kleinen Teppich, bitte. Ja, ist in Ordnung. Einen kleinen. Schauen wir mal, wie die kleinen Teppiche von ihr ausschauen. Wie gesagt, die großen sind irgendwie nur immer anders farbig, aber an sich gleich vom Muster. Sehr gut. Jetzt haben wir schon wieder 3 Coupons. Okay, gut. Und dann schauen wir uns die Sachen doch mal an. Da ist mein schönes Haustier, diese Schildkröte. Die ist echt nice. Ich finde sie richtig cool. Mir fällt gerade auf, dass es vielleicht kluger wäre, zuerst zu Eugen zu gehen, aber egal. Also, wie gesagt, die großen Teppiche sind immer die mittleren, die wir schon gesehen haben. Was ist denn da in dem Raum? Ich glaube gar nichts, ne? Da waren nur einmal Rüben und sonst habe ich den noch gar nicht benutzt. Ah, doch, für den Boden, alles klar. Ich habe jetzt sowieso nur erstmal Schwarzmustermatte. Ah, okay, die sind ganz cool. Passt vielleicht, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo das... Palasttapete. Schaut mal, die ist auch so 3D-mäßig, ne?
Okay, und dann habe ich noch Rouladenband. Okay, die ist weird. Ich bleib bei der Palasttapete. So. Dann das noch ins Lager und dann geht's los. So, vielleicht haben wir es heute auch mal Terra zu formen. Denn heute haben wir keinen Gast auf der Insel und müssen ja nur noch jetzt die drei Geschäfte, beziehungsweise zwei Geschäfte und ein Museum abgehen. Und dann ist eigentlich Zeit zum Terraformen, weil ich mag ja immer noch das Plateau ganz oben im Norden abschließen. So. Ich muss mich jetzt wirklich nochmal bedanken für die 200 Abos. Das ist so geil. Durch Animal Crossing hat mein Kanal so eine richtige Kurve gemacht. Das ist echt krass und ich bedanke mich für jeden Einzelnen. Und wenn du zuschaust und noch kein Kanal-Abo hast, dann wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, damit wir auch irgendwann die 300 voll bekommen, ne? Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und danke an jeden, der bereits abonniert hat. So, jetzt werde ich mir hier erstmal die Kaffeemaschine, Espressomaschine, auch geil. Ist zwar teuer, aber Kaffeemaschine muss sein. Gönne ich mir auch mal. Genauso wie diesen Flamingo. Mrs. Flamingo. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, den hatten wir schon mal, aber egal. Kommun. Ja, die Spiele habe ich safe schon. Habe ich was zum Verkaufen? Nö. Okay, bye. Obwohl ich das Schmuckset, ja, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich dafür einen Platz finde, aber ist ja wurscht. So. Oh, ihr habt noch gar nicht offen, ne? 9 Uhr, ah ja, gut. Das habe ich vergessen. Ja gut, dann gibt es heute leider keine Schneiderei. Hier ist natürlich eine Weiße entstanden. Och Mann. Brauche ich das? Nein. So, wenn wir schon hier sind, dann können wir auch mal gegen den Stein schlagen. Ich habe gerade irgendjemand gehört, der Hallo gesagt hat, aber gut. Ach komm. Übrigens, die Schuhe mag ich sehr gerne. Von meinem Outfit. Die sehen richtig geil aus. So, looten wir mal den Stein. Ich brauche immer noch mehr Leben. Ich habe so gut wie gar kein Leben. Ja gut. Jetzt kann ich das auch schon lassen, ganz ehrlich. Ach, guck mal, da ist eine Lena. Ich bin jetzt auch, glaube ich, endlich mal fester mit ihr, weil ich konnte ihr das letzte Mal zum ersten Mal was geben gestern. So, hallöchen. Ach, ihr beiden, was macht denn ihr da beide Picknick? Guten Morgen, schönen Tag wünsche ich dir, Schnüffel. Ja, schau, jetzt kann ich ihr auch Sachen geben. Ich versuche, ein guter Zuhörerin zu sein, also komm ruhig zu mir, wenn du mal etwas besprechen willst. Dankeschön. Christine, kannst du bitte mal den Pulli umziehen? Der schaut so weird aus, ich muss es dir leider sagen. Hey, wie läuft's, Blua? Bitte zieh den Pulli um und lass uns quatschen. Ich kann schon voll gut posieren. Hatscha! Für einen neuen zukünftigen Popstar ist es unerlässlich. Man weiß schließlich nie, wann man Hatscha mal machen muss. Okay. Ja gut, ne? Ja, deswegen habe ich mich hier noch ein bisschen umgeguckt. Vielleicht finden wir heute noch das ein oder andere Fossil. So, deswegen gehe ich jetzt auch zuerst ins Service Center. Ja, die genießen ihre Zeit hier auf Preludien. Das finde ich natürlich super schön. Ach, komm jetzt. Ich habe zwar immer noch sehr viel Geld. Wir müssen ja auch heute eine neue Brücke bauen, weil hier, die ist ja weg. So, die heißt, das heißt, die kommen auch gar nicht mehr zu den Häusern, ne? Naja, aber da werden wir heute gleich die nächste planen. Oh ja, perfekt. Den habe ich gesucht. Mein Geldstein. Gib mir mein Geld. So. Noch einmal. Ich meine, ich habe genügend Geld, aber in der Tasche habe ich so gut wie nichts. Deswegen fand ich das jetzt mal gar nicht schlecht, dass ich hier ja um die 16.000 komme. Zack. Und nochmal ein bisschen was. Perfekt. 30.000 in der Tasche ist ja gar nicht mal so schlecht. Leider nichts Neues, bloß an der Noras Geburtstag steht ja bald an. Noch 6 Tage. Ich freue mich drauf. Der erste Geburtstag. Hallöchen, ihr beiden. Nuki, ich komme gleich zu dir. Erstmal wieder Daily-Kram erledigen. Ich möchte Nukmine einlösen. Ich habe wahrscheinlich wieder nur alles, ne? Ja, habe ich beides schon. Jetzt wäre es halt mal Zeit für sowas, aber ich brauche es jetzt noch nicht. Ich könnte mir nochmal so eine Sitzgelegenheit kaufen. Nee, belasse ich jetzt mal dabei. Alles klar. Schade eigentlich, ne? Dann möchte ich Nook Shopping. Auch wieder überhaupt nichts Schönes, ne? KK Arie, okay, das schaut aus wie Ballett. Ja, cool, Ballett einfach mal, ne? Ja, habe ich sonst noch irgendwas aus dem Katalog, was ich...
Ach, guck mal, hier kann man auch alle Sachen nachbestellen. Das wusste ich gar nicht. Ich habe sowieso noch alles, deswegen ist das nicht so wichtig. Ja, was brauche ich denn hier? Eigentlich nicht wirklich was, ne? Ich finde halt diese, wo waren die da? Die Flechtsack-Gegenstände, die finde ich so cool. Den Sofatisch, den habe ich, glaube ich, gar nicht. Der ist auf jeden Fall nice. Okay, passt. Mehr kaufe ich ja gar nicht. So, jetzt möchte ich noch so einen Bankautomat, damit wir auch gleich die Brücke abbezahlen. Ich glaube, die teuerste hat einen knapp 200.000. Das heißt, ich werde jetzt auch mal 200.000 abheben. Hä? Achso, das war bei Einzahlen. Hoppala. So. Okay, immer noch viel zu viel auf dem Konto. Gut, aber wie gesagt, mein Haus, das passt jetzt erstmal so. Ich brauche noch keinen weiteren Raum. Und die maximale Stufe. Hallöchen, Nuki. Ah, Noni, hallo, hallo. Wie kann ich dir helfen? Infrastruktur. Ah, wir können über folgende Dinge reden. Ja, und zwar eine neue Brücke. Die, wo abgerissen wurde, möchte ich jetzt gleich nochmal hinbauen. Aber halt in einem anderen Design. Aua, die teuerste war die da. Eisenbrücke. Oh, die ist so hässlich. Ich habe mir überlegt, ob ich nochmal eine Backsteinbrücke mache, weil es einfach passt halt, ne? Also Baumstamm auf jeden Fall nicht. Hänge passt hier jetzt auch nicht. Die passt hier oben. Holz auch nicht. Also Stein oder Backstein wird es, glaube ich. Japan passt hier jetzt auch noch nicht. Ich glaube, ich mache aber noch eine Backsteinbrücke. Weil es halt einfach auch noch teilweise zum Weg passt. Ja, eine weitere Backsteinbrücke. Okay. Das war dann aber auch die letzte Backsteinbrücke. Dann haben wir hier zwei offizielle Brücken. Das passt. Alles klar. Okay, dann danke. Und wir gehen hierhin. Drei Eisenerze nehme ich sehr gerne mit. Okay. Oh, so viel Geld. Moment. Ja, die hat nicht über 200.000 gekostet. Alles klar. Gut, dann haben wir ja genügend, weil ich hätte jetzt nur 220.000, glaube ich. Und wir brauchen ja mehr ein bisschen, ne? So. Achso, ich dachte mir gerade, wait, was habe ich getan? Ah, es passt. Brückenplanungskit hier bitte. An dieser Stelle, na, nicht ganz, glaube ich. So. Ups. Jetzt soll es passen. Ja, schon eher. Mal sehen. Perfekt. Ja, stellt doch ganz gut aus. Dann haben wir offizielle Backsteinbrücken. Und genau, das passt. Hier in der offiziellen Sedi könnte man sagen. Hallöchen. Ja, ja, ja. Perfekt. Dann habe ich noch knapp 25.000. Ich zahle direkt alles. Ups, nicht nur alles. Wollen Sie wirklich so viel spenden? Bitte, danke, danke. Ihre Unterstützung. Super, danke. Das Projekt wurde nun in Angriff genommen. Bitte etwas Geduld. Dauert nicht lange. Danke, danke. Kein Problem. Da, geschafft. Damit ist genug Geld beisammen. Mal wieder habe ich es alleine bezahlt, aber gut. So, ich finde auch den Spot nicht schlecht. Also, dann machen wir hier so eine offizielle Sache hier. So eine City vielleicht, ja. Das liegt halt alles in der Zukunft. Ist der... Oh, ein Geldbaum. Sehr gut. Dann habe ich gleich mal wieder ein bisschen mehr Geld in der Tasche. Okay. Dann gehen wir mal rüber. Weil da gibt es ja sonst noch so einiges zu holen. Sorry, Fischchen. Aber ich muss hier durch. Kann ich nämlich euch gleich auch zeigen, was ich wieder ein bisschen offline gemacht habe. Ah ja, da ist ein Flamingo. Aber egal, dann haben wir zwei. So, die Gisela ist schon wieder zu Hause. Bevor sie es wieder überlegt auszuziehen, gehe ich mal lieber zu ihr, ne? Besser vor als Nachsicht. Am Schluss heißt so, ja, ich zieh jetzt weg. Ciao, ne? Hallöchen. Ja, lieb, dass du mal vorbeischaust, Pika. Bleib ruhig, solange du möchtest. Sag mal, Nora hat bald Geburtstag, ne? Der 21. Nicht vergessen. Das Datum schreibe ich mir am besten hinter die Ohren. Ja, mach das. Ihr seid also beste Freunde, du und Nora, merke ich mir, weil das hat sie uns, glaube ich, schon mal gesagt. Oder war es jemand anderes? Vielleicht war es auch Christine, ich weiß es nicht. So, sonst ist auch keiner zu Hause. Doch, natürlich. Die Schlafmütze ist wieder zu Hause. Doch, hallo. Und was gibt es Neues? Lass uns quatschen. Gibt es etwas Schöneres als Frühling? Wohl eher nicht. Ja, eben seins. Ich finde Sommer ja am besten, aber gut. So.
Hallöchen, Keks, ich komme vorbei. Vielleicht bastest du ja gerade, das wäre gar nicht schlecht, weil kannst mir was abgeben, ne? Ja, mein Gespür. Nein, tut mir leid wegen dem Chaos. Ich habe leider überhaupt keine Zeit. Was treibst denn du? Ich baste mir gerade hier ein Orangenkleid. Die Idee dazu ist mir beim Eisessen gekommen. Ich muss schnell fertig werden, bevor ich vergesse, naja, wie es überhaupt geht. Uah, schau sie dir doch mal an. Aber klar, gerne nehme ich sie. Dann los, ich habe hier alles aufgeschrieben. Und bloß nicht warten mit dem Durchlesen, ne? Wenn du noch was konstruktieren kannst, dann lass, dann zeige ich es dir noch, gell? Danke. Ich mag seine Einrichtung immer noch super gern. Die ist so schön. So. Da. Okay. Ah ja, jetzt wollte ich euch noch zeigen, was ich gemacht habe. Zwar, ja, man sieht schon, ich mache jetzt hier ein Blumenfeld, wo ich alle Blumen, die ich gerade nicht benötigen kann, hochstelle. Oh, hier ist sogar eine neue anscheinend erschienen. Ja, gut. Eigentlich habe ich nur die zugegossen, damit die aufgehen. Ja, hier waren nämlich ganz viele gelben noch zu. Also wie gesagt, hier wird überall Blumenfeld für die Blumen, die ich später mal bearbeiten möchte. So. Hier ist ja der geile Steinpfad. Perfekt. Dann sind wir auch direkt wieder hier. Ah, das ist super. Ich weiß nicht, stört das mich? Ah. Ich wollte es ja sowieso machen. Dann fangen wir jetzt an mit Bauarbeiten. Bauarbeiten beginnen. Ich verstehe nicht, warum man sich jedes Mal aufs Neue eine Genehmigung holen muss, aber gut. Ich möchte mal kurz was austesten. Wie schaut es denn so aus? Was habe ich getan? Ach so, ich habe Wasser. Ups. Nein, ich meine natürlich so. Da geht's nochmal. Oh, okay. So weit dann auch nicht. So, das abrunden. Ah, das geht von hier nicht, alles klar. Nee, ich find's schon so eigentlich ganz gut. Sieht man zwar nicht alles von der Treppe, aber ist ja auch egal. Ist nicht so wichtig. So, jetzt brauche ich meine Axt. Vielleicht gibt's ja nochmal Nook mal ein Plus, das wäre gar nicht schlecht. Aber die zwei Bäume müssen auf jeden Fall weg. Zack. Und du auch noch. Perfekt. Gleich auch wieder raus mit euch. So. Super. Ah, da oben ist auch gleich mal ein Fossil. Da ist nichts, dachte ich das. Deswegen mache ich da mal einen Spot, wo ein Fossil ist. Ja, okay, sehr cool. Wir kriegen immer mehr Fossilien. So, und hier auch noch zu. Und dann geht's ans Design in Plateau-Lizenz. Jetzt dauert es wieder seine Zeit, aber ist ja nicht so schlimm. Ne? Ja, gut. Okay, ich mache halt sowieso nicht so viel, weil wir wollen ja noch ins Museum und ja, es geht nur, wenn ich jetzt nicht allzu viel hier mache mit dem Designen etc. Ah, es ist so nice, ich liebe es. Also hier muss auf jeden Fall noch alles zugemacht werden, ist ja logisch. Bis zum Aufgang. Ja, bis hier ist gar nicht schlecht. So. Es wird ja nicht so lang, das Plateau, deswegen kannst du ruhig nach unten sich ein bisschen ziehen, also in die Richtung, weil in die Richtung wird ja noch recht viel abgerissen. Denke ich mal. Ich finde es besser, wenn es einfach oben in der Ecke ist und mehr passiert da nicht. Das ist nicht schlecht. So, finde ich. Deswegen mache ich das auch so. Och, jetzt come on. Man kann es ja noch mehr unnötig machen. So, hier geht es jetzt Gott sei Dank immer schnell, weil es alles schon abgerundet ist. Abgerundete verbinden sich dann immer. Oh, aber nicht, wenn ich so mache. So, zu damit. Achso, ich muss ja jedes einzeln, ne? Also wie gesagt, das ist sehr, sehr zeitaufwendig, dieses Plateau-Designen. Aber ja, das Endergebnis lässt sich ja gut sehen, würde ich sagen, gell? Würde ich meinen. Deswegen mache ich das ja auch. Zack. Und hier hinter. Perfekt, ja, und dann war es das ja auch schon fast. Ich werde jetzt erstmal noch nichts abrunden. Also ich habe ja vor, dann hier direkt die nächste Treppe zu machen. Aber das ist noch in ferner Zukunft, die zweite Treppe. Muss ich mal sagen. So, und hier ist auf jeden Fall das Maximale, sonst komme ich nicht mehr durch, ja. Wenn ich das abrunde, komme ich easy durch, perfekt. Heißt, das ist, aber man kann ja noch hier das so ein bisschen ziehen. So habe ich mir das vorgestellt.
habe ich zumindest vorgestellt. Wie das dann sein wird, das weiß ich jetzt ja natürlich noch nicht. Das wird nur die Zukunft sehen. Ich plane nämlich nichts. Ich mache hier alles spontan auf der Insel. So. Nein. Mach's wieder zu, danke. Zack, also leider in die Schnellerei geht's ja heute nicht, aber ist hoffentlich nicht so schlimm. Ich hoffe, da gibt's heute nicht die krassesten Outfits. So. So. Okay, ja, also sehr, sehr mühselig, aber es kommt voran. So muss man das sehen. Es geht voran. Auch wenn es sehr langsam ist. Warte mal, wie groß ist denn dieses Plateau jetzt schon? Ja, es muss auf jeden Fall immer noch um einiges breiter sein, meiner Meinung nach. Es ist jetzt schon breiter, als es am Anfang war. Aber trotzdem. Ich schau mal, wie weit kann ich denn nach vorne gehen? Okay, der Stein muss zerstört werden. Das sehe ich ja jetzt schon. Zack. Beautiful. Also wenn es so breit ist, dann soll es auf jeden Fall reichen. Ich mache das jetzt auch gleich mal. Geht bloß nicht. Was habe ich hier? Alles Orangenkleid vom guten Keksi. Okay. Also breit heißt so, wird es denke ich mal nicht. Ich möchte sowieso so abrollen. Ja, geht auch gar nicht so weit mehr. Wegen der Treppe, ne? Ich will jetzt nicht wieder löschen und umdesignen. Sonst sind 100.000 Euro Sternis im Arsch, könnte man sagen, ne? Deswegen weiß ich noch nicht, wie wir das lösen werden. Das ist auf jeden Fall ein Problem. So, aber das stört uns jetzt heute nicht mehr, denn jetzt gibt es nur noch dieses letzte Fossil und dann Museum. Ups. Zack, grab's aus. Perfekt. Achso. Danach, alles klar. So, okay. Ja, also da kann man sich doch was draus machen aus dem Plateau, würde ich mal meinen, ne? Weil, ja, wir haben echt schon sehr viel geterraformt jetzt. Aber ich finde es nicht schlecht, muss ich sagen. Die Muscheln ignoriere ich jetzt mal. So, also ich finde, das Blumenfeld sieht auch gar nicht so schlecht aus. Aha, nochmal Unkraut. Habe ich sowieso schon im Inventar, deswegen kann ich es auch mitnehmen. Ah. So. Na, immerhin, morgen ist dann wieder hier Normalität eingekehrt. Mit der neuen Brücke, ne? Die Blumen lasse ich da, weil ich finde die irgendwie toll da. Keine Ahnung. Ich finde das in Ordnung, wenn es da ist. So. Hallöchen, Eugen. Guten Morgen. Ich weiß, dass du noch nicht lange schläfst, aber ich störe dich auch nicht lange. Ich möchte nur... Wow, das sind 9 Fossilien, ne? Nee, weniger. 8. Alles klar, ist trotzdem eine ganze Menge. Und schau mal, ganz viel Spaß doch für dich. Deswegen ist doch in Ordnung, oder? Auf jeden Fall was Neues dabei. Bin ich aber gespannt. So, 4, 5 Stück wären nicht schlecht. Schluss wahrscheinlich so 1. Ja. Ich weiß, dass du über jede Spende glücklich bist. Also, verzeih mal. So, was ist denn neu? 3 Stück. Spinosaurus kennen wir, glaube ich. Brachiosaurus auch. Diplodocus auch. Ja gut, wir kennen die 3 Dinos schon. Dann kann ich die einfach getrost abgeben, ohne die Infos, weil Diplodocus, Spinosaurus, ja, wir haben definitiv von den 3 schon was. So, der Diplodocus sollte jetzt langsam auch mal fertig sein, würde ich sagen. Und mit was ich fertig bin, ist der Part für heute. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir mit einer Bewertung und abonniert mich. Wir sehen uns im nächsten Part von Animal Crossing New Horizons.